So klingt es, wenn eine Niederbayerin den Amis das Jodeln beibringen will. Denn die stehen ja bekanntlich auf bayerisches Kulturgut. Wenn auch, wie man weiß, nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern lieber bunt und trashig. Die Mädelskombo Ladyhosen will sich aber genau das zunutze machen und träumt davon, der nächste deutsche Exportschlager in die USA zu werden. Die lieben andere Kulturen. Also alles, was irgendwie eine Ausrede ist, dass man noch mehr trinkt, lieben die. Also auch die mexikanischen Feiertage gibt es welche und Oktoberfest sowieso. Das heißt, die Band kommt deswegen allein schon gut an, weil die Amis erstens andere Kulturen lieben, aber auch ganz oft ihre eigene Herkunft feiern wollen. In Lederhosen, begleitet von Quetschen und Tuba, stehen die vier Mädels der Band auf der Bühne und bieten dem Publikum ein buntes Programm. Am Anfang machen wir immer noch ein bisschen traditioneller und da haben wir dann das Jodeln mit dabei und die eher deutscheren oder bayerischeren Sachen mit Walzern und Schunkeln. Und dann kommen auch so ein paar englische Sachen mit dazu. Und zum Schluss raus haben wir dann auch so einen Ententanz, machen wir auch, weil den lieben die Amis. Das Fliegerlied machen wir meistens auch. Der Auftritt wird dann auch an den Charakter der Veranstaltung angepasst. So können die Künstlerinnen individuell auf ihr Publikum eingehen und ihnen das bestmögliche Ergebnis liefern. Manchmal machen wir auch noch so einen Jodel-Contest oder so eine Jodelstunde mit für die Leute. Und am Schluss raus kommen dann halt wirklich so Pop-Songs. Da haben wir dann Sachen wie Wannabe oder Britney Spears machen wir jetzt auch seit letztem Jahr. Aktuell tritt die Band im Großraum Los Angeles und Kalifornien auf. Ein Plattenlabel haben die Mädels noch nicht. Die Wallersdorfer Sängerin kümmert sich alleine um die Buchungen und um die Organisation der Band. Doch damit nicht genug. Sie hat auch ohne ihre Band auch noch eine Reihe Projekte am Start. Eines davon ist das Jodel Telegram. Es sind eigentlich meistens so 10 Minuten, wo mich jemand bucht, dass ich halt als Überraschung wo auftaucht und dann halt ein paar Lieder jodle und so ein bisschen persönliche Informationen mit reinmache, dass halt der Empfänger oder Empfängerin überrascht ist von meinem Auftreten und das ist halt meistens wird es als Geschenk gebucht. Und im Rahmen ihres Jodel-Telegrams durfte Katrin Jacobs sogar schon einen richtigen VIP in Los Angeles besingen. Letztes Jahr war es lustig, weil da durften wir zu dritt für Heidi Klum am 50. Geburtstag ein Jodeltelegramm machen und sind dann bei ihr vor der Haustür gestanden und haben ihr sie beim Morgenmantel und wir durften ihr ein bisschen was vorjodeln. Aktuell arbeiten die Mädels daran, sich musikalisch vom Covern zu entfernen. Sie arbeiten an eigenen Liedern und wollen eventuell auch die Band durch eine Gitarristin erweitern. Und obwohl die gebürtige Münchnerin ihre Heimat und Familie schon vermisst, ihr Lebensmittelpunkt ist jetzt in L.A. Dort fühlt sie sich wohl und dort wird sie auch auf Dauer bleiben. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.